Okay, Friends, was geht ab? Wir sind hier auf der linken Seite mit dem gut aussehenden Mann. S-K-A, nee, ich hab scheiße gemacht. Skandal! Der einzig wahre, der sich geopfert hat für sein Team. Und... Warum guckst du da? Bruder, ganz ehrlich, ich war vorhin voll abgefuckt, weil ich auf euer YouTube-Video bei Eigen bin ich so auf diese Szene gegangen, wo ich mich opfer. Dann steht da, das große Opfer. Und dann komm ich. Konnt ihr nicht irgendwie was anderes da hinschreiben? Da steht einfach das große Opfer. Walla. Ich guck mir so das Video an, das steht doch immer so unten. Ja, Timeline. Ja. Das steht einfach genau bei mir, wo ich mich opfer, das große Opfer. Hani, Bruder, was hast du gemacht? Ich hab von Fremder geguckt. Walla, Bruder, ja, die denken, wer ist dieser Gim. Und auf meiner rechten Seite, Bisset! Ey, was und genau? Wir machen heute zusammen Icon 5 Songs, die ihr nachsingt mit der Community auf unserem Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung und jetzt fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin anders. Komm, ich spiel mir den Track vom Tod und der letzte Ton vor dem Genghis Khan, ja, Mann. Ich ballere den Olle, wenn ich will nach einer Nacht mit mir will, die ich die Fahrt nie mehr sehen. Glaub, ich bin keiner kann kommen, jetzt ist ein Fall für die Sonne, ich verteile weiter Klonis wie ein riesen gezählt. Bang, bang. Noch immer der Finger am Trigger, du bist zerbrechlich, ich pick up, dreh du zu Loch, du dich hinter dich zusammen, bekommst ein Schicht auf meinem Bronze Dipper. Chat, ihr entscheidet mit 1 bis 10, wie fanden wir den Part? Ich hab doch gesagt, der macht bubbe. Ich hatte recht. Wow, Bruder. Scheiß Bado, schlechte FIFA. Und Emre ist der beste Spieler. Er hat recht! Emre ist der beste Spieler. Wann kommt Süßigkeiten-Video? Denn sie ist loco. Denn sie. Der wartet auf Süßigkeiten-Video, der Bruder. Einfach Süßigkeiten. Das war so Message. So mäßig. Ich versuche jetzt einen Song einfach. Die Mello nachzusingen, ja. Aber verpackt was anderes. Ja, ja, der hatte eine andere Intention. Spider-Man. Vergleich mich nicht mit dem Webbeat, mein Flow weg, den Mond, ich bin anders. Komm, ich spiel mit dem Track vom Tod und der letzte Tum von dem Chingis. Komm, bitte! Ich baller dein Olle, wenn ich will nach einer Nacht, dann will die Flotte dich nie wiedersehen. Glaub ich mir, keiner kann kommen, ihr seid ein Fall für die Tonne, Mann, ich verteil weiter Knoll, es werden riesen gechillt. Bang, bang, noch immer die Finger am Trigger. Du bist zerbrich wie Pizza, redest du laut, denn die Hände, die zittern, bekommst ein Stich auf mein Brot, ein Dipper. Ich muss sagen, Bruder, er war schnell. Ich hab zwar wenig verstanden, aber Bruder, er war schnell. Dem ging es nur um Schnelligkeit. Ja, ja. Der hat keinen Bock mehr auf Takt. Genau, der war schneller als Takt. Der hat schon den nächsten Dingens genommen. Der hat den Takt aus der nächsten Line benutzt. In mein Ghetto, doch du bist mein Licht im Brennpunkt, in meinem Brennpunkt. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Oh, loco, sie bleibt meine Toto. Meine Toto. Sie bleibt meine Toto. Meine Toto. Boah, die war gut. Also, sie war auf jeden Fall besser als die anderen beiden. So. Ah, cool, ich kenne die sogar. Die hat auch mal für eine Challenge bei Icon 6 mitgemacht. Okay. Die ist gut, ja. Die will sich auch bei Icon 6 bewerben. Sonst hätte ich gesagt, bewirb dich. Aber ey, du kannst richtig gut singen. Bewirb dich auf jeden Fall. Live, ne? Ich würde gerne mal hören, wenn die mal so im Studio oder so ist. Also nicht schlecht. Ja, ja, 100%. Aber auf jeden Fall noch dranbleiben, ne? Ja, hat aber so gute Ansätze. Ja. Cem wird paranoid beim ersten Mal, aber Coca Cem lässt sie gut aussehen im Club DK. Also guck mal, der Song ist geil, deine Stimme ist auch stark, aber mach das bitte nie wieder. Komm mal, gefangen Monster, rede nicht so viel, Mann, ich bums dich, du Bastard. Generation abgefuckt dich, zeig dir den Gift, weil ich 180% dauerbegiftet werde. Manche bekloppt wegen Tasche, ich am Block. Unsere Jugend ist verloren, deshalb mach ich den Job. Überzahlen, lecker Arsch und schreien, braucht nicht zu reden. Spiss auf deine Chädelack, was hast du für ein Leben? Man muss aber sagen, ne? Der ist nicht zu schnell und zu langsam, ne? Er ist wirklich 1:1 von der Frequenz her, wie er rappt und float und so, ne? Ja. Glaub mir, wenn du jetzt Cartier daneben laufen lassen würdest, ne? Es ist 1:1 gleich. Die Schnelligkeit. Ja, der macht das genau perfekt. Ich höre sie jeden Tag. In seiner Nase. Jetzt sei mir doch hin. Der macht Autotune mit Nase. All die Luft, die du getragen hast. Ja, krass. Autotune hat. Ich bin gefangen tief in ein Loch, meine Tränen trocknen schon aus. Sag mir und auch so weit, dass es so geredet da, wo ich bleib, da jeder, yeah. Laufe durch die Dinge und mach mein Ding.
Wenn ich Ritter nach mir ruft, sag ihm, dass ich nicht kann, denn ich bleib ein Kind. Ich glaub, zu dem müssen wir. Wie so, und ich lauf! Und der so, und ich lauf. Und ich lauf. Ich lauf. Oh, oh. Ich laufe! Wir laufen. Heute laufen wir nur. Denn sie weiß, was sie will, sie will. Sie will, ja, sie will mein Coco. Oh Loco. Sie bleibt meine Toto. Meine Toto. Meine Toto. Ah. Ach du Scheiße, Bruder. Denn sie weiß, was sie will, sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Alpha sprach mit ihm auf WhatsApp. Oh, oh Loco, sie war meine Toto, meine Toto, sie war meine. Was ist das im Hintergrund? Der wird doch ausgelacht. Irgendeiner macht so. Mach mal nochmal zurück, mach mal nochmal zurück. Hör doch mal. Weiter, weiter. Irgendeiner ist dahinter und macht so. So. Hör doch mal zu. Guck mal. Meine Toto, sie war meine Toto. Meine Toto. Was? Da ist ein Diesel-Anlasser. Walla, dass die sich auch immer einer der schwierigsten Songs aussuchen, dass sie immer versuchen, Biggie oder so nachzusingen. Ja, ne? Ja. Nimm doch mich lieber oder so bei 1 Gramm, das ist wesentlich einfacher als Toto von Biggie. Ich frag mich echt, warum keiner deinen Part nachrappt? Das würde so cool kommen, Bruder. Wahrscheinlich auch wegen der Stimme oder so. Oh, boah, ich glaube, das ist das. Mein Ghetto. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Mein Ghetto. Doch du, du bist mein Licht im Brennpunkt. Mein Brennpunkt. Sie ist Loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Oh Loco, meine To, meine To. Sie will meine To, meine To. Ich finde, aber die ist halt viel zu süß noch so, weißt du, die kommt noch nicht aus sich raus und so, man, die traut sich schon nicht, man merkt das halt, weißt du? Walla, wie süß! Was ich krass finde, Walla, da muss ja irgendjemand hinter sein, der das auch filmt. Weißt du? Ein Erwachsener oder ein älterer Bruder, Schwester, was auch immer. Bruder, wenn ich Kinder hätte, ich würde niemals mein Kind so einen Song nachsingen lassen, sag ich ehrlich. Abgesehen Weil davon, ich würde immer versuchen, meine Kinder fernzuhalten von Rap. Solange wie möglich. Abgesehen davon, Bruder, das wundersüßes Video, Bruder. Ja, uns, safe, 100%. Deswegen, also ich hoffe auch, dass das Mädchen für immer gesund bleiben wird, inshallah. Ja, inshallah. Und sehr, sehr erfolgreich wird. Aber so ein kleiner Tipp meinerseits, ich würde generell erst recht, wenn man jüngere Geschwister hat, ein Kind, ein Sohn, einen kleinen Cousin, versuchen, diese Person immer im Internet zu vermeiden. Genau, solange es geht. So, weißt du, es gibt Leute, die sind krank. So, wisst ihr, es gibt Leute, denen geht es einfach nicht gut, weil die einfach, ich weiß nicht. Deswegen versucht immer so Kinder oder so, wenn ihr was postet, knallt da, keine Ahnung, ein Eichhörnchen drauf oder so, damit man das Gesicht nicht sieht. Ich bin der Meinung, dass Kinder und so generell einfach im Internet nichts zu suchen haben. 100% nicht. Manche Menschen kommen auf komische Ideen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie ich gerade schon erklärt habe, ich habe sehr viele Kinder in den letzten Wochen gesehen, die so voll die Songs hören, was ja korrekt ist, die süß, supporten schön, und so weiter, ist süß, aber... Die sollen lieber mal Peace von mir hören. Aber guck mal, in diesem Song wird gesagt, Dealer, dies und das, die singt solche Wörter nach in dem Alter, weißt du, was ich meine? Man darf halt aber auch nicht vergessen, okay, klar, die weiß auf jeden Fall noch nicht hoffentlich, was das heißt, aber Kinder sind aber auch so geprägt, die haben keinen großen Wortschatz. Somit prägt sich dann ein Wort wie Dealer. Und die setzen dann dieses Wort weiter. Ja, zum Beispiel, wenn du ein Kind hast und du zum Beispiel einmal sagst zu deinem Bruder, dann sagen die das. Er hört das und dann läuft er da rum, dann sagt er die ganze Zeit. Mein winterweißes Hemd und die Sonne drückt die Wolken weg. Auf der Autobahn drück und ich roll im Benz. Über den Garten das Kreuz. Mackie 1, mein Name ist Skandal. Sie ruft mich an schon das 8. Mal. Ich zeige kein Gesicht, weil ich Maske trage. Und du brauchst nichts zu schreiben. Mir ist egal, was du sagst. Ist so, aber mach nicht Autotune, Rap. Das ist schon zu viel, Bruder. Aber cool, cool. Oh, der hat doch sich an Lauf getraut. Boah. Warte. Mit Abstand einer der schwierigsten, ne? Oh ja, ab heute nur.
oder gar. War nicht schlecht. Denn mein Leben lief schon zu. Er hat den Ton auf jeden Fall also besser am als am Anfang hat den Ton. Ja, besser als wie bei dem anderen. Am Anfang war krass. Da kann keiner sagen schlecht. Wow. Ja. Ruhe ab heute. Hier trifft er perfekt. Der hält auch die Note gut. Denn mein Leben lief schon zu lange bergab. Wir schon zu. Nur dieses Autotune muss weg. Sag mir bitte, wer von euch hätte es gedacht. Das ist zu viel Autotune. Zu viel, Bruder. Der hat diese Autotune genommen, der hat das einmal komplett rumgedreht. Ja. Dann ist das kaputt gegangen, dann hat er es nochmal komplett rumgedreht. Weißt du, was das Ding ist? Er ist bestimmt einer, er hat neu angefangen, er wollte was nachsehen. Aber glaub mir, er interessiert sich jetzt schon und er wird wahrscheinlich mit einem gewissen Leiter irgendwann ins Studio gehen. Und dann wird da alle, die dabei sind, alle, die sich getraut haben, mir was zu schicken, bleibt trotzdem weiter am Ball. 100%. Und generell erstmal Respekt, dass ihr euch das überhaupt getraut habt. Und ich wollte gerade sagen, wisst ihr, wie mich das auch persönlich freut, wenn ihr mir zum Beispiel heute sowas schickt, ne? Und in einem Monat vielleicht was viel krasseres schickt. Und ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel. Ich habe ab Februar Mucke gemacht. Dass alles möglich ist. Dass alles möglich ist, voila. Ja, ihr stimmt. Müsst an euch glauben und ich schwöre auf alles, ihr könnt Berge ficken. Glaubt mir, das falsche Sprichwort, ne? Berge zerreißen. Besteigen, nicht, oh, auch nicht besteigen. Berge besteigen. Ihr könnt Berge erobern. Versetzen. Berge zerlegen. Erobern. Berge f*** war richtig. Komm bitte. Mach nur nicht zu viel, aber dass wir behindert sind. Seid viel Autotune, ne? Und ich lauf durch die City Lights down, weil sie gibt mir Vibes. Glaub, das ist sowas wie ein Rendezvous. Warte, man muss auch sagen, Bruder, die Leute, die das schicken, die machen das ja meistens über eine App. Yeah. Ja, ja, hier steht ja oben. Ja. Ist gut. Ja, ja. Weißt du, weil die sind ja nicht im Studio oder so. Ja, ja, ist über Handy. Deswegen, und das ist, glaube ich, schon, weil ich glaube, im Handy kannst du auch nicht so viel einstellen mit Autotune. Ja. Deswegen ist das schon krass, Walla. Wir sein, ich glaube, sie ist hypnotized, bleibt nur so lange, bis der Block mich. Wenn der Block mich ruft, war ich immer für ihn da, doch in meinem Kopf. Was? Unerwartet! Auch wenn ich keinen Plan von Liebe habe. Und ich, doch wenn ich das Haus verlasse, jetzt bin ich am meisten gespannt. Mich nicht und jetzt. Und komm mir nicht mehr nach. Wenn die Sonne nicht mehr lacht, werde ich zum Bandolero. Ist ordentlich. Bandolero, Teufel in mein Glas. Ist echt ordentlich. Bandolero, Bandolero, Bandolero. Die Quali ist Müll, Bruder. Ne? Ja, aber das liegt halt am Handy. Normal. Ne? Oder so. Weißt du, der benutzt das jetzt, der macht das einfach auf einem Handy, Bruder. Ja. Eben, aber stell mal vor, der wird älter, der geht ins Studio. Oder der geht einfach ins Studio, Bruder. Der übt. Man hat halt gemerkt, cool. Er hat halt von Hook in Part hatte er, also er hat Wissen, weißt du, was ich meine? Was er, also, er hat musikalisches Verständnis gehabt. Ja, yeah, 100%. Oh, das könnte auch mein Gott sein, ne? Ah, ne. Oh. Wish. Immer bekam Messer und Arsch, ihre Liebe war fake wie die Sterne am Dach. Geht aus der Wüste, trägt heute Mund Kisi. Schmerz in der Brust, deshalb nur lacht und Chicky. Wie fandst du den? Mach mal den nächsten Bruder an. Scheiße, der. Was? Mhm. Hä? Mhm. Was? Sorry, dass es keinen Sound gibt. Hä? Wolltest du anfangen? Bruder, mach doch! Ich bin angekommen in Malaga, da stand ich nicht mal auf der To-Do-Liste, kann ich mal was dafür, doch bleibt ein Ohr so wie ein Q-Tip. Sie wissen, wer Azu ist und sie wünschen mir nur Gutes im Gesicht, doch manchmal auch wie Azu bist. Er liest einfach gerade vor. Du fragst, wo ich bin in Malaga. Oh, das ist süß, aber. Doch keiner ist wie Shabbat. Der ist süß, Bruder, ja? Er ist ja, jung. Ich eine Vision. Und wir werden den Herrn und Adoro! Der Schmerz vergeht. Eine Plastik kriegt, ne? Diane. Allemal sagte mein Bando, mein Kopf kaputt aufs Endo. Bruder, als sie reingekommen ist, meine Kurve Lash. War so. Danach ging wieder runter, aber jetzt hat die am Ende sich wieder gerettet. Ja, so. Waren auf und ab auf jeden Fall. Nicht leicht, hab mit Feuer gespielt. Verzeih mir da, ich wollte nicht, dass du das siehst. Ich schöne weiß, Stimme. Nicht leicht, hab mit Feuer gespielt. Schöne Stimme. Weißt du, das Ding ist, ich versuche immer darin, so eine Vision zu sehen, wie könnte die sich entwickeln.
Und Bro, gibst du ihr Potenzial. Zeit ja. Und stell mal vor, die kommt zu Icon, weil du bist das beste Beispiel, dass du dann am Ende bei 100% bist. Und stell mal vor, sie, Bruder. Dunja, wenn du das siehst, komm. Safe, komm. Welcher Song? Toto. In meinem Ghetto. Spielt Klavier dabei? Selber. Cool. Doch du, du bist mein Licht im Brennpunkt. In meinem Brennpunkt. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Für mich bis jetzt die beste von allen. Bruder, das Ding ist, die spielt ja auch selber, Bruder. Ich sag direkt, für mich die beste von allen jetzt. Skandal, du hast mich. Junge, wie kannst du dieses Lied rappen, um gestorben zu sein? Ich krieg fast gar keinen Lift, wenn ich das Rapper. Du bist kein Rapper, nur ein Mic, der im Hinterhof kapierst. Du der Rubel unterschreibt in der Straße, weil ich mich bin halb nicht blicke. Unterlasse man uns deine Schwester-Finger-Abdrücke. Der wird immer leiser, ne? Aber bis der klappt! Die Kino innen, hab immer gute Blüten, so wie Bio-Leben. Doch wir gehen lieber mit mir selbst an deinem Leben reden. Sie können nicht schnell respekt, wenn du Gesicht zeigst. Deshalb kam ich auch mit Maske in das Böse rein. Dieses Leben zeigt mir nur ihre Schattenseiten. Kenn meine Handynummer nicht, dafür meine Aktien. Hey, ich muss sagen... Wie fandst du den Skandal? Hä? Erzähl! Bruder, das Ding ist, Cousin, es gibt, Bruder, nur einen Nachteil. Für mich war der sehr leise. Er wird immer leiser. Ja, ja, genau. Aber Bruder, der hat den ganzen Part durchgehört. Und weißt, auch ohne Fehler. Aber ohne er hat ihn langsamer hat gerappt, Bruder, ne? So egal! Deswegen aber King. Ich ist loco, sag ich dir, Bruder. Denn sie weiß, was gesehen. Sie will. Sie will ein Mann nie, denn sie will ein ich hab direkt gesehen. Loco. Ich hab Auge für sowas, Habibi. Yo! Gute Stimme, lass mal weiter. Ich hab Auge für loco, sie hat meine Toto. Meine Toto. Sie hat meine Toto. Der Anfang war krass. Der Anfang war sehr stark. Anfang war super. Ey, Bruder, du kannst dieses gut singen, Bruder. Dieses Raue war gut. Strommaske, Blockschaden, Buja, fahr nach Opladen, lass sie voll blasen, deine Kompanen. Ewa, push die Ware weg von A nach B. Sie sagt, ich hab Superkräfte, doch das ist kein Anime. Rapper der Vergangenheit machten mehr auf Rockstar. Doch heute sind sie im Kinderzimmer, drehen ihren Podcast. Bin du hast das immer groß lassen. Vom Lachsau macht der Opa deines Opas. Noch ein Vater, Digga. Und mach den Opa deines Opas noch ein Vater, Digga. Marjolie. Bin schon wieder die Nacht war, auf dem Monat die Straftat. Ständig nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardonne. Okay. Langsam werde ich müde. Hey. Hey! Immer noch da, ich bleib dir gleich und mach Steine zu Geld. Das reicht ein Pop, du hörst ein Piep, als wäre die Leitung besetzt. Ich mach die Nacht heute zum Taco, deine Kleine gibt Head. Und Faxi ridet ein Star, doch hat nie Daimler gelenkt. Im Bunker hat sie meine Tennissocken, bunte so wie Dennis Rotten. Lass den Laden brennen, ich step in den Club, als ob ich Travis Scott bin. Durch die genau Station, so dein Bruder trägt ne Tech, nein. Läufst du mit deinem Bruder durch die Stadt, muss es ein Back sein. Leerer Blick, Biakugan, ich bewege mich im toten Winkel. Essen City, graue Blocks, da wo mich keine Drohne findet. Ewa, ich bin die Nacht lang wach und mein Name ist Skandal, weil ich ein Skandal mach. Und der kleine Junge raucht ein Gramm vor der Schule, nur damit er wieder drauf sein kann. Ah! Jetzt in sein Haus sein Gang, auch wenn es für morgen wieder aus sein kann. Ich glaub, der mag dich nicht, ja? Ich glaub, der mag mich nicht. Aber egal, Bruder, nur lieber jeden Albaner da draußen. Keine neuen Freundinnen ist Neophobie, denn auch ohne Maske passe ich in das Täterprofil. In den treffe ich Ziel und die Kugel ist Blei. Die Weste schützt die Brust, aber dein Kopf ist noch frei. Hey, hey, cool, Bruder. Süß, Bruder. King. Danke fürs Mitmachen, Bruder. Und danke, dass ihr mal so... Endlich mal, Bruder. Kein Toto und kein Marjolie. Ey, bitte, tut mir den Gefallen. In nächster Zeit macht mal bitte auch andere Songs. Bitte. Lieber Gott, ich habe große Träume und ich habe keine Angst, sie zu leugnen. Die Neider wollen alle meine Beute. Aber lieber Gott, ich glaube an jeden deiner Säulen. Yeah! Deshalb lebe ich mein Leben und dazu muss ich mich nicht schämen. Sag mir... Wie viele sind noch da? Wie viele? Mir meinten, ich bin immer für dich da. Ja, Mann! Ich bin Pegasus von Stolz und fliege hoch wie ein Adler, aber bevor ich gehe, beseitige ich meine Schulden bei Klarna.
Guck mal, glaub immer an deine Träume und bleib dran. Man sollte nie aufgeben. Ja. Glaub an deine Träume. Okay, das Video ist an der Stelle vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst trotzdem ein Like da. Lasst trotzdem ein Abo da. Und wenn ihr beim nächsten Teil dabei sein wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Haut euch, Freunde. Ciao, ciao.